So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Nächster Filter kommt rein und es gibt einen guten Grund, warum ich gerade jetzt nochmal in der Stadt hier angefangen habe. Ich wollte kurz die Veränderungen zeigen und außerdem bin ich kurz davor, das erste Mal die Millionen zu knacken. Ich hatte bisher nie so lange an einer Stadt gespielt, dass ich halt die Millionen zusammenbekommen habe und meistens habe ich das Geld auch gleich wieder ausgegeben. Der Sound ist gerade voll leise, kommt mir so vor. Das Problem hatte ich eben aber auch schon. So, hier wollte ich noch ganz kurz gucken. Spielezentrale. An einem Tag 39, 52.000 einnehmen. Dafür bräuchte ich noch ein drittes Casino, eine dritte Spielhalle. Ist aber auch jetzt erstmal egal. Ich habe auch den Dr. Wu-Turm hier gebastelt. Nein, möchte ich nicht wissen. Das möchte ich wissen, wenn es soweit ist. Und da habe ich gleich 50 Handlanger, was ich auch noch nie hatte und was ich gleich mir einfach mal angucken möchte. Wie es aussieht, wenn ich 50 Stück auf einmal losschicke. Ich glaube, das kann man hier jetzt mit der Polizei, ne? Nee. Kommen die da überhaupt raus jetzt schon? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was dabei letztendlich rauskommt. Alter, der Ton. Wie man hier so gar nichts mal hört. Ach, schön das Geräusch von vom Atomkraftwerk. Ah, oh, beruhigend. Ja. Okay. Ja, die Frage ist jetzt, sind die da überhaupt rausgekommen oder so, oder? Okay, ist ja gut, ganz ruhig. Alles wird gut. So, Wasser, was gibt's da? Alter Schwede, da bin ich aber mit einem Mal im Minus. Holige Shit. Alter Schwede, okay, da muss ich jetzt was gegen machen. Ja, okay, ist hier auch fast leer. Oder ist quasi leer. So, dann schauen wir doch mal. Wie viel bringt das denn überhaupt? 6 pro Stunde. Und da bin ich auch schon wieder im Minus. Ich muss so ein großes Ding bei uns. Was Kleines bringt's nichts. Bringt's nichts. Jo. Wieso? Ach so, da kann ich das nicht hinbauen. Dann müsste ich da hin. Dann muss das dahin. Lässt sich nicht ändern. So. Zack, und ich habe die Million zusammen. Jawohl, habe ich jetzt gar nicht richtig mitbekommen. Jetzt bin ich auch schon wieder drunter, aber egal. Jetzt bin ich auch schon wieder im Plus. Feuer, ja, wo ist das Problem? Chemiebrände, Chemiebrände. Dagegen muss ich eben auch noch schnell was machen. Bam. Große Feuerwache. Die dann gleich erstmal den Turm bekommt. Garage für Chemiewagen. Das kriegt es auch noch. So, ist natürlich alles ein bisschen teuer hier, aber. Braucht man. So, Wasser immer noch ein Problem. Wasservorräte gehen zur Neige. Läuft doch noch. 279. Wie viel brauche ich überhaupt? 416 brauche ich. Boah. Ja, kein Wunder, warum das eine hier nicht ausgereicht hat. Naja. Alter, ich möchte mal wissen, wie ich das machen soll, wenn ich jetzt überall das Wasser abgepumpt habe, quasi, wenn es nirgends mehr Wasser gibt. Was mache ich dann? Oh, neun verlassene Gebäude. Ich meine, leben die auch ohne Wasser dann weiter? Oder kann man das dann kaufen? Oder wie läuft das? Geldnot. Ja, aber man sieht, hier hat sich schon ganz schön was entwickelt. So. Oh Gott. Ja, 69 Verbrecher, das sind die, die ich losgeschickt habe. Jetzt kommen sie da langsam raus. Jetzt kommen sie da langsam raus. Alter, die machen nicht wirklich Brandstiftung, oder? Oh Gott. Ja, nur eine Polizei ist unterwegs.
und schnappt die meisten sogar. Beute 100. Heftige Lage, heftige Lage. So, Feuerwehr, ja. Chemiebrände sorgen für Verwüstung. Schon dran. Mehr oder weniger. Wo ist ein Chemiebrand überhaupt? Cyber Lama Enterprise. So nenne ich auch mal meine Firma später. Meine Sammlung alter Zeitungen und historischen Schießpulvers. Ah, ist blöd gelaufen, Junge. So, das kriegen die hoffentlich alles in den Griff. Ich will nämlich hier gar nicht irgendwie weiter noch... Alter, die zünden echt überall was an. Na super. Okay, Dr. Wu's Turm ist dann doch irgendwie ein bisschen scheiße. Verlassenes Gebäude und tschüss. So, der Ton fehlt irgendwie gerade, aber das wollte ich ja eigentlich hier nur kurz zeigen. Deswegen verlassen wir jetzt einfach mal die fackelnde Stadt hier und suchen uns mal eine neue aus. Und ich denke mal die hier. Blocksteg oder Großstädten. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich meine, hier habe ich sicher weniger Platz. Ich nehme einfach mal die. Oh, da gibt's Erz. Da kann ich Erz fördern. Okay, dann wird das meine Erzförderstadt. Dingsda-Bumsda. Ich lade jedenfalls mal. Wir sehen uns dann. So. Das brauche ich nicht. Die dichte Karte, die liegt nur rein zufällig auch auf F9. So, die Stadt ist gegründet. Ich muss mich jetzt hier gerade mal kurz zurechtfinden. Hier ist die Straße. Alter, da liegt ein Großteil einfach auf dem Berg. Gut, hier habe ich nicht allzu viel Platz. Ich gucke dann gleich als allererstes mal, wie sieht es hier mit den Erzen aus. Uiuiui, ja okay, da sind eine Menge Erze. Und hier sind auch noch welche. Das heißt, ich würde sagen, ich baue erstmal... Zack, das dahin und ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ist aber auch egal. Erstmal, jedenfalls. So, das hätten wir jetzt noch. Zu spitzer Winkel. So. Das hätten wir schon mal. Jetzt haben wir schon mal die Straße. Das ist immerhin schon mal ein Anfang. Dann können hier... Ich kann so das nicht sehen. Sehr gut. Dann kommen da erstmal nur Wohnsiedlungen hin. Da ich jetzt ja schon spezialisiere, Bergbau. Unterhalten Sie 7 Industriegebäude. Erz unter Ihrer Stadt. Okay, das kann ich schon mal bauen. Wasserversorgung und Stromversorgung muss ich noch sicherstellen. Alter, kann die blöde Nachbarstadt da mal leise sein? Nein, die ist nicht blöde, das ist meine Stadt. So, laden. Warum habe ich da nur noch 258.000? Wollen die mich irgendwie verarschen hier? Ich hatte da fast 1 Million. Wehe, diese ist jetzt weg. So. Nee, die ist nicht weg. Sehr gut. Dann Regionsansicht. Braucht Similunions Geschenke. Ne? Ich kann ja irgendwie... ...900.000 brauche ich nicht ganz, aber ich kann immerhin so... ...sagen wir mal 600.000. So. Wenn das jetzt geklappt hat, dann sollte ich da jetzt schön 600.000 haben... ...und kann damit in aller Ruhe... ...meine Stadt aufbauen, so wie ich es will. Ja, oder auch nicht. Gut. Scheiße, ich weiß noch nicht ganz, wie das hier funktioniert. Muss ich halt einfach mal gucken. Oder muss ich hier vielleicht noch... Ha! Okay, das hat nicht geklappt und jetzt sind 600.000 wohl weg, oder was? Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll hier im Einzelnen, aber... Dann muss ich halt so klarkommen. Ups. So, jetzt haben wir es. Genau, die wollen ein Industriegebiet hier haben, wenn ich es richtig gehört habe.
Hier könnte ich ja so schön an den Strand, ne? Das machen wir mal eben. So. Dann. Und dann ist quasi, schließt da quasi die Straße hier an, wenn das alles klappt. Zu wenig Geld, war ja klar. Naja, man kann nicht alles haben. Jetzt kommt jedenfalls, ja, schön am Strand hier Industriegebiet hin. Das ist gut. Das ist genau richtig. Genau das brauchen wir jetzt. Ja, ich muss mal sehen, ob ich hier nicht irgendwie so das Geschenk dann auch annehmen kann oder so, ne? Wäre natürlich richtig geil. Ah, sieht aber schlecht aus. Wär ja auch zu einfach, ne? Schade, das ist jetzt ein bisschen nervig. Nein, ja. So, geht doch. Ja, braucht Ladenbesucher. Wir können, muss ja automatisch, geht ja irgendwie automatisch wohl, ne? Aber warum kann man das nicht mit Escape einfach schließen, ne? Egal. Hier ist unsere Stadt. Wie sieht's mit Bergbau aus? Kann ich noch nicht. 7 Industriegebäude muss ich haben. Wasser- und Stromversorgung muss ich sicherstellen. Okay. Dann. Nein, nicht Regionsansicht. Wobei Ladenbesucher. Geschenk, ja, muss ich da nicht irgendwie vielleicht auf annehmen oder so? Wohl nicht. Gut, darauf wollte ich sowieso nicht klicken. Ich wollte irgendwas anderes gucken. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Strom. Da haben wir es doch. Energieproduktion 8000 kostet das. Ja, das kann an sich hier hin, weil dann kann ich, habe ich nach hinten noch Platz, um das noch ein bisschen weiter auszubauen. Das ist gut. Ja. Dann als nächstes Wasserversorgung. 44.000 habe ich nicht, aber ich habe 3.500. Sollte es auch tun. Gut. Dann muss ich jetzt nur ein bisschen warten, ein bisschen vorspulen. War da nicht immer noch was drin hier? Eigentlich? So Jahrestag oder so? Hätte ich fast gesagt. Welcher Tag genau ist? Ach Mensch. Gut, Wasser läuft, Strom noch nicht ganz. Es läuft sowieso gerade ein bisschen langsam, ne? Ich glaube, ich starte das gleich nochmal neu. Ja, total die Veränderung. Dadurch. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht ganz. Das ist nämlich nur hier im Schneckentempo. Deswegen beende ich hier einfach mal die Aufnahme. Ist, glaube ich, auch soweit an der Zeit. Wie soll ich jetzt lesen? Ach ja, lesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.